Zur Jahrhundertwende wanderten sehr viele osteuropäische Juden über den Hamburger Hafen nach Übersee aus. Die Unterbringung von so vielen Menschen, die teilweise auch Krankheiten mit sich brachten, war aufwendig und sehr teuer. Aus der Not heraus entstand der Hilfsverein der deutschen Juden. 1901 wurde der Hilfsverein von dem deutsch-jüdischen Sozialpolitiker Paul Nathan in Berlin gegründet. Ziel war es, den Juden in Osteuropa, vor allem in Russland, zu helfen. Dabei versuchte man, die Lebensbedingungen in Osteuropa zu verbessern. Man wollte die dortige Armut durch Bildung überwinden. Außerdem förderte der Hilfsverein die Wirtschaftsunternehmungen in Russland und Galizien. Erschwert wurde dies dadurch, dass die russischen Juden kaum Deutsch sprachen. Zwischen 1901 und 1913 unterstützte der Verein die Auswanderung von 200.000 russischen Juden nach Übersee, zum Beispiel in die USA, Großbritannien und Argentinien über deutsche Häfen wie Hamburg und Bremen. Der Hilfsverein baute sich ein großes Netzwerk auf. Er pflegte gute Beziehungen zu großen Schifffahrtslinien, allem voran der Hapag. Die Amerika-Auswanderung war auch ein sehr lukratives Geschäft. Hamburg war das organisatorisch-logistische Zentrum und die wichtigste Durchgangsstation für die Auswanderung nach Übersee. Ab 1900 baute die Hapag Extraunterkünfte für jüdische Migranten, eine Synagoge und man sorgte dafür, dass koscheres Essen angeboten wurde. In Hamburg war Daniel Wormser für die Hilfe ostjüdischer Flüchtlinge auf der Durchreise nach Amerika verantwortlich. Er war Lehrer an der Talmud-Tora-Schule in Hamburg. Die Flüchtlinge, die oft wochenlang in Hamburg auf ihre Ausreise warten mussten, lebten in großem Elend. Daniel Wormser gründete den israelitischen Unterstützungsverein für Obdachlose. Er versorgte die Flüchtlinge bis zu ihrer Abreise mit Mahlzeiten, Kleidungen und Reisegeld. Nach der Niederlage des Deutschen Kaiserreichs im Ersten Weltkrieg verlor der Hilfsverein an Gewicht in internationalen Angelegenheiten des Judentums. In der Zeit des Nationalsozialismus musste sich der Verein umbenennen in Hilfsverein der Juden in Deutschland. In dieser Zeit war es nicht möglich, Auslandshilfe zu leisten. Sie wurde unterbunden. Noch immer gibt es Flüchtlinge auf der Welt. Sie werden verfolgt und es herrscht großes Elend. Viel hat sich also zu früher nicht verändert. Noch heute setzen sich Vereine für Flüchtlinge ein, wie zum Beispiel die UNO oder Ärzte ohne Grenzen.